Ich denke, einen bemerkenswerten Satz hat Robert Lewandowski nach dem Spiel gesagt. Er wollte einfach nur schießen, schießen, schießen. Ja, der war im Flash. Hätte noch mehr Tore machen können, ne? Ja, der war im Flash drin. Wir haben es spöttisch gesagt, es ist wirklich so gewesen, wenn der Rodriguez den einen Ball nicht noch von der Linie kratzt, ja, dann macht er sein sechstes Tor, ja, und dann wird es vielleicht noch fürchterlicher. Und das war ein Moment, wo wir wirklich, ja, auch jetzt, 4-5 Tage später, keine Erklärung liefern können. Und wir werden sie in 10 Jahren nicht liefern können, was in diesen 10 Minuten mit uns los war. Und dass Robert Lewandowski außergewöhnliche Fähigkeiten hat, das hat er nicht nur da bewiesen, er ist einer der Top-Stürmer der Welt. Auch selbst da gesessen und habe mir überlegt, nach dem zweiten, glaube ich, war es, kann man nicht irgendwie den mal decken oder so, das kam sofort, kann man da nicht in diese Kreise einengen. Moment, ja? Gestern Abend haben wir zusammengesessen, da haben wir gesagt, warum hat man den nicht mal umgehauen? Du musst umhauen, nicht so vorsichtig also sein hier. Hast du gesagt? Ich habe es auch gesagt. Diese Grätscherzeiten sind ja vorbei, aber trotzdem, gab es nicht eine Möglichkeit, diese Frage habe ich mir gestellt, eine Möglichkeit, das ein bisschen einzubinden? Ich muss die Frage einfach weitergeben. Ja, das war ja, dann guck Dieter doch mal an. Jetzt noch 50 Sekunden nach dem 1-1 kriegst du das 2-1 und dann liegst du in München plötzlich zurück, wo du 5 Minuten vorher noch gesagt hast, wir gewinnen. Ja, und das muss eine Mannschaft dann natürlich auch verarbeiten. Und dann weißt du, wenn die Bayern dann ins Rollen kommen, dann wird es für jeden Gegner in der Allianz Arena schwer, dann dagegen zu halten. Und ich glaube, das war mit ein Knackpunkt in der ganzen Geschichte. Und ich bin vollkommen dabei. Und meine Spieler auch nach dem dritten Tor, weiß ich, wie Benaglio, Naldo und auch Dante gesagt haben, jetzt zurückziehen, jetzt ist hier mal zu. Ja, jetzt hätten wir uns gewünscht, dass wir es 2-1 länger halten. Im Supercup hat es geklappt, wir sind nochmal zurückgekommen. Aber da, in dem Moment, war nichts mehr zu halten. Und dann wirst du so abgewatscht und wie gesagt, eine richtige Erklärung. Das sind Ansätze einer Erklärung, aber trotzdem hast du es versucht, ist vielleicht sehr ausführlich. Von einem Einzelnen abgeschossen zu werden, als wenn die Bayern an sich euch überrollt hätten. So kann man sagen, ist halt Lewandowski. Also ich glaube, selbst wenn ja jemand von Bayern München heute hier sitzen würde und er würde fragen, was habt ihr denn denen im Pausentee gesagt, dann würde ich sagen, ja, eigentlich haben wir nichts gesagt, wir können nur nicht so weiterspielen. Ja. Du meinst, es ist das Positive an der ganzen Sache. Ja.